Ich verneige mich vor ihr, der noblen Lady Tara Nyumabamo, die schnelle und mutige Befreierin, mit Augen so schnell wie der Blitz, geboren aus den Tränen des Herrn der drei Welten. Ich verneige mich vor ihr, der noblen Lady Tara Shiwachemo, mit einem Antlitz wie 100 Vollmonde im Herbst leuchtet sie mit einem strahlenden offenen Licht von 1000 Sternen. Mich vor ihr, der noblen Lady Tara Sendo Gemma. Ihre Hand ist mit einem blauen Lotus geschmückt. Ihre Domäne sind Geben, Enthusiasmus, Askese, Friede, Geduld und Meditation. Ich verneige mich vor ihr, der noblen Lady Tara Zugdornamgema. Sie ist die Krone aller Tathagatas und ihre Handlungen sind endlos siegreich. Auf sie verlassen sich selbst die Söhne aller Eroberer, die jede Vollkommenheit erlangt haben. Mit ihrem Fuß unterwirft sie die sieben Welten und ist fähig, alle Wesen in die Glückseligkeit zu führen. Ich verneige mich vor ihr,
der noblen Lady Tada, Chita Sumyama. Weltliche Götter wie Indra, Agni, Brahma und Vayu und all die anderen Mächtigen bringen ihr Opfergaben dar. Sie wird von Dämonen, schädlichen Geistern und Zombies geehrt, die sich alle vor ihr verneigen. Sim,
Thank you.
verweilt inmitten einer Flammengirlande, die lodert wie das Feuer am Ende des Äons. Wenn ihr rechtes Bein gestreckt und das linke gebeugt, zerstört sie die Feinde derer, die sich daran erfreuen, das Dharmara zu drehen. Ich verneige mich vor ihr, der noblen Lady Tara. Ich bin
Touré, geboren aus dem Samen der Silbe Hum. Sie stampft mit dem Fuß und erschüttert die Berge Meru, Mandara und Kailash und die drei Welten. Ich verneige mich vor ihr, der Lady. Zweimal.